Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider AOD. Ja, zu einer kleinen Wasserpassage jetzt im Gewölbe der Trophäen gleich. Und ich nehme nochmal ganz kurz ein Breath und dann. Ja, ich bin da einfach so durchgegangen, weil das ist ja nächstes Level irgendwie der. Ja, stimmt. Ich wurde Ja, okay. eben nur ganz unterbrochen, weil mir wurde Melone gebracht. Jetzt schon Melone? Was? Honigmelone. Oh, es gibt wieder Trophäen. Yay. Gut. Das Level ist sozusagen überhaupt nicht mehr fallen gespielt. Und zum Glück weiß ich auch gar nicht wohin. Das ist ja nur ein kleines Labyrinth. Aber immerhin, es gibt Luft. Ja, da ging auch mal, ne? So. Apropos, wir haben vorhin das ganze Spiel nochmal neu installieren müssen. Bei Keks, ja. Weil ich habe ihm halt den Tipp gegeben, aber ich glaube, habe ich das im Let's Play erzählt, ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr habt meine Folge geguckt, auch die Leute, die bei Keks zuschauen, genauso, dass meine Leute hoffentlich auch bei Keks gucken. Und da habe ich Keks den Tipp gegeben, er soll einfach mal sein AOD, das er zweimal hat. Also Steam und. Genau, wegen Steam. Dem Ding soll er das einfach installieren, den Ordner einfach so liegen lassen, dass wir den Ordner nutzen können. Sozusagen. Und den Rest halt. Und dann beim Installieren ging plötzlich das andere AOD auch nicht mehr. Und da hat sich mein Verdacht halt bestätigt, dass er halt in der Registry Kuddelmuddel gemacht hat. Und da halt sozusagen aus beiden Sachen. Ja, gezogen hat. Deswegen haben wir es einmal komplett neu installiert und Kixi hat, glaube ich, gerade ein Zirkeldum gefunden. Wo ein Atemgerät zu finden ist und noch irgendwas. Würdest du bitte. Danke. Nein, sie hat keinen Bock dazu. Und du möchtest ihr bitte nicht auf die Nerven gehen. Also jetzt findest du so ein scheiß Atemgerät, wo du es auch nicht mehr brauchst. Benutzt es jetzt trotzdem mal. Ich würde noch warten. Wo sind es überhaupt? Da. Warten wir noch, bis wir in den Bereich gekommen sind. Entweder bist du mit der Luft wirklich mal saueng bist. Oder bist du diesem. Naja, okay, nachher gibt es noch eine kleine Passage. Ich glaube, ja. Nee, ist da auch noch was? Ja. Hä? Oh. Hä? Ja. Okay. Ah, Mann. Ich finde diese Animation so schön. Das könnte aber ein bisschen knapp werden. Schaffst du mal. Schild. Nein. Schaffst du aber, ne? Ja, ich kann auch nicht sagen, wenn du 2 cm unter der Wasseroberfläche verreckst. Naja, ich bin ja genau davor. Ich habe davor gespeichert. Aber nach dem Laden wieder. Was? Das ist mir neu. Normalerweise nicht. Ich habe ja genau dann gespeichert, wie ich rein bin. So. Oder? Weil ich weiß, in Tomb Raider 3 gibt es diesen Bug am PC, dass wenn man diese Kälteanzeige hat. Ja. Und dann speichert und lädt, ist sie wieder voll. Deswegen habe ich gerade, das passiert mit dem Leben, ja genau. Im Leben wäre schön, mit der Luft genauso. Habe ich gerade eben probiert, hat nicht funktioniert. Okay. So, Rätseltime. Mal wieder. Hm. Bei mir. Komm, ich durfte mich letzter Folge mit 100.000 Bucks rumhängen. So. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also unser Karma-Konto ist wohl bei beiden, ja. L und V. Ich glaube, da gibt es ein einfaches Tagebuch für. Wesley. O. Ja. A. D. Das Rätsel habe ich immer gemocht. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Rätsel. B. Ich finde auch die Atmosphäre in diesem Level einfach schön, weil es ist einfach wieder. Das hier ist einfach wieder dieses klassische Tomb Raider. So, und jetzt einfach den Gegenüber nehmen. Aber zuvor nehme ich nochmal Luft. Ich würde
ins Atemgerät nehmen, aber mach wie du denkst. Oder wir nehmen das Atemgerät. Dann habe ich es auch mal benutzt. Du brauchst es danach eh nie wieder. Kleiner Spoiler an dem ran. Ich glaube, ich habe das Atemgerät nie benutzt. Wow. Ich glaube, ich habe es nie gefunden. LNV war das, oder? Ja. Wow, ich bin einfach an Wasley vorbei und hab's nicht mal gecheckt. Wasley und Lo. Lo. Nee. Keine Ahnung. Aber wenn Wasley hier vermacht ist, dann ist Wasley, der Kunsthändler, ja auch schon uralt gewesen. Bevor Egger den abgemurkst hat. Naja, Wasley ist ein alter Name. Ich glaube so. Okay. Moment mal. Ach nee, Entschuldigung. Ist egal. Ich war gerade irgendwie auf Wasley und von Croy aus, aber irgendwie ja. Meine ich ja. Nee, ich hatte gerade so den, das wäre aber V&V gewesen, nicht L&V. Oh, Lara, zieh dich aus. Wo hat sie jetzt diese ganzen Sachen gebunkert? In ihrem Rucksack. Ja, und wo hat sie den Rucksack gerade eben gehabt? Speichern. In ihrem Arsch. Oder in ihren Titten, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ah! Oh Gott! Deswegen sollst du speichern. Oh nein! Ach ja. Oh, scheiße. Ja. Das ist scheiße. Echt? Das Rätsel ist gar nicht so scheiße. Na? Oh, da. Lalalalalalala. Doch, ist es. Ich glaube, du siehst an den Plattformen, welche Abrechnung, welche... nicht. Glaube ich jedenfalls, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die anderen sind ein Stück dunkler. Nee, die sind eigentlich alle gleich aus. Oder? Ich bin mal auf genau das hier vor dem. Ich hatte recht. Naja, das ist. Naja, okay. Oh, guck mal, wo wir jetzt sind. Hi Jungs, was geht ab? Monster. Ah. Lara. What the fuck? Wie ging das nochmal? Bewegt sich nicht. Ich bin zu schwach. Mein Gott. Ah, da bist du.
sag ja, also wirklich diesen. Bist du überhaupt jetzt beim Let's Play dabei oder bist du so nebenbei da? Nee, ich bin da, ich bin da. Ich war nur gerade ganz kurz abgelenkt, weil noch wieder irgendwer reinkam. Du weißt ja, wie das ist. Ich sag ja, diesen Raum habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht, weil es ist halt wirklich in Angel of Darkness so wirklich nach der Halle der Jahreszeit wirklich wieder Tomb Raider-Feeling. Ansonsten war EOD ja eher so stadttechnisch gehalten. Beim Schwert zu Tode penetriert? Gestern ging das so gut mit Discord und heute haben wir wieder Mosaike. Geiles Thumbnail. Lara, beweg dich. Das muss ich kurz überlegen. Neben den Links in den Teppich. Monster. Jo, was geht, Bitches? Oh. Take this. Ich werde stärker. Oh, aber jetzt beweg dich. Lara. Ist jetzt nicht so gut. Ja, aber ich glaube, die können sie nicht verletzen. Das ist schon so gesagt. Aber du solltest jetzt dann gleich schnell nach hinten. Ey, Profi hier. Hallo. Oh, jetzt rennen wir einmal eine Runde um den Schreibtisch, um die Wette, nehmen die Aspirin. Ne, die Binden. Oh, scheiße. Damit springen ganz schnell und sprechen. Ich kommentiere mal für Keksi, weil der ist gerade. Springen, speichern. Das muss man auch erstmal kriegen. Würdest du. Danke. So. Und jetzt. Ab geht die Borst. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, zugeklettert. Nee. Auf Weißwänden. Na ja, Tomb Raider Feeling. Angel of Darkness, it's not a real Tomb Raider, was? City Raider 6. So, jetzt wow, das ist toll, Lara. Danke. Mm-hmm. Ist absolut, it's beautiful. It's oh mein Gott. Geil. Warten. Wirst du dann sehen. Oh Gott, jetzt hab ich auf die Spinne runter. So blöd ist sie nun. Okay, doch. Ich freue mich schon. Warum denn? Weil ich weiß, was der Keksi machen darf. Ich habe keine Ahnung. Bin ich jetzt hier sicher? Oh, tatsächlich. Oh, der letzte Stich. Oh nein! Nee, das ist das Gemälde. Nein, das ist der Stich. Das ist der Stich. Das ist der Stich. Den suchen wir ja hier unten. Eigentlich schon, aber... Naja, gut, später. Und ich weiß, was ich jetzt gleich machen darf. Oh nein! Ja, genau das weiß ich. Jetzt weißt du es dann auch wieder, ja? Nein, ich will das nicht tun. Oh Mann. Hi. Ich hol erstmal das Gemälde. Oh, scheiße. Oh, guck mal die Texturen an. Oh, bitte, Lara. Die haben mich nur berührt. Ja. Die haben Corona. Hi. Jetzt, ja, wenn sie natürlich genau auf dem Schwert landet, ist es ein bisschen zu hart. Dann machen wir es halt so. Hui. Oh. Aua, aua. So, 10 Minuten noch überbrücken. Wie habe ich das gerade eben gemacht? Das ist ein Schieber, das habe ich genau gesehen. Das gibt 10 Minuten Aufschub. Es ist geil, Schiri zu sein. Du bist kein Schiri. Sicher? Guck mal an deinen Knebelvertrag. Gefistet. Nee, gefüßelt.
Die haben die Frau im Wasser des Wortes gefüßelt. Oh, beweg dich, Alt! Ich würde eine Ehrenrunde drücken. Ja, das mache ich jetzt auch. Einmal bis dahin. Oh, scheiße. Ah, Lara, beweg dich halt! Beweg dich! Nee, ich habe keinen Bock dazu. Ich glaube, ich nehme gleich diesen blöden Patch. Also, den haben wir eigentlich. Wir haben den Controller jetzt mal wieder installiert. Der ist ja mit drin. Komischerweise funktioniert es nicht. Nee, das ist ja auch für Controller gedacht und nicht für Tastatur war. Da gab es einen Patch für PC. Ja, aber der hatte dann auch noch so ganz komische Effekte noch mit sich. Stimmt. Mama Mia. Wann kommt das mit Boas? Jetzt. Gleich. Lüg nicht. Wann kommt das denn? Du schwimmst jetzt hier durch, tauchst auf und dann kommt eine Kurzgehen und dann geht das los. Nein. Oh nein. Ich will einfach nicht. Oh nein, ich erinnere mich sogar an diesen scheiß Tunnel. Es gibt ja auch noch einen Weg. Ja, ich weiß. Aber ich weiß, dass es gleich vorbei ist und dann kommt der Scheißteil. Jupp. Naja, wenn du Glück hast, ist der Kampf 2 geteilt. Das ist übrigens das noch beschissene, man darf nach diesem Kampf, muss man auch noch mindestens 3 Magazine haben. Mit Curtis in Hosea sagt, damit man das den Scheiß hier gleich schafft. Ihr werdet es gleich sehen. Meinen Glückwunsch, Miss Croft. Sie sind wirklich bemerkenswert. Das Gewölbe hat uns seit Monaten beschäftigt. Was wollen Sie, Eckhart? Sie oder Ihr Freund interessieren mich nicht. Croft, geben Sie mir das Gemälde und ich lasse Sie gehen. Was bleibt mir anderes übrig? Gunderson, lassen Sie Boas frei. Eine alte Kollegin von mir. Sie war ein Mensch, bevor sie mich verärgert hat. Und Sie, Müller, Sie nutzloses Stück Dreck, Sie haben auch versagt. Kommen Sie, ich bringe Sie nach oben. Schnell! Hier, nehmen Sie die hier. Das ist Ihre Spezialität, Curtis. Machen Sie sich um unsere Freundin keine Sorgen. Los, verschwenden Sie keine Zeit. Mit der werde ich schon fertig. So, und das ist das, was ich meinte. Eckhart redet jetzt aber einmal. Ja, richtig, Lara hat gesagt, sie besorgt den letzten Stich. Aber Eckhart hat plötzlich von dem Gemälde geredet. Das ist ja das, was mich eigentlich wundert. Die Stiche sind die Gemälde. Die Stiche sind in dem Gemälde. Ja, eigentlich, aber eigentlich dass die Stiche nur die Dings, den Aufenthalt des Gemäldes sozusagen verstecken. Oder verraten. Übrigens, an diesem Kampf gibt es eine ganz wunderschöne Herr. Ich habe mich da wahrscheinlich auch schon in jedem Let's Play drüber aufgeregt. Kixi war, glaube ich, damals auch mit dabei. Man schießt jetzt hier auf Boas. Ich sag mal gut. Mach das mal. Bin ich da auf? Nein. Wieso schießt du nicht? Ich erkläre es meiner Theorie, während Pixies versucht, nicht umzusetzen. Man schießt jetzt so lange auf ihren Kopf. Das sind in etwa 10 Schüsse. Da kann man mitzählen. Dann öffnet sie ihre Klappen. Die muss man dann wegschießen. Das Problem ist, Curtis schießt von sich aus immer auf dieselbe. Das heißt, man muss erst mal. So wie jetzt öffnet sie die Klappen. Da darf Curtis jetzt drauf schießen. Ich glaube, wenn du Ende drückst, dann tut er... Genau, so, jetzt ist es weg. So, und dann gibt es eine Zielwechseltaste. Es steht aber, es sagt dir aber nirgends mehr, dass du das Ziel wechseln musst. Das musst du aber raus. Und dann findest du nicht mal eine Taste, die heißt Zielwechseln. Oh Gott, 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 geh weiter. Jetzt sehe ich diesen Raum, ich sehe auch mal wieder so. Das ist eigentlich auch mal ganz schön.
Ich könnte aber eigentlich halt eben sehr gut darauf verzichten. Ich sag's euch gleich, im Remake wird's eine bessere Steuerung geben. Das geht so nicht. Ich glaub, andere Modelle. Jawohl, das war die zweite. Ich wollte mal zum Speichern nicht gucken. Ja, warte. Hi. Wo war das Team nicht so drauf zugehen? Dann erwischt sie dich immer. Immer ein bisschen auf Abstand bleiben. Das sagst du so einfach. Ja, weil du, das hab ich dir eigentlich gesagt, dass du in dem Moment, wo du zugelaufen bist. Ja, aber sonst zielt er ja nicht auf die. Ziel halt mal! So, jetzt. So, was ist jetzt nochmal beim PC die Zieltaste? Ende, glaube ich. Nee, warte mal. Oh, das. Oh. Das war ein Screen. Oh. Oh. Ich hab mal die Zeit angehalten, ne? Ja, danke. Ja. Start das Spiel einfach neu. Und ich google das für dich. Dankeschön. Tomb Raider Angel of Darkness Ziel wechseln. Trau D. Ziel wechseln. Sag mal, wenn du es bitte hast. Die Rollentaste, also Ende. Hä? Aber dann rollt er bei mir. Okay. Spieletipps. Ja, ich wollte Spieletipps, nicht Amazon. Vielleicht, wenn du sie nur einmal kurz anklickst oder so? Moment. Du hast es gerade eben. Ja, ja, Curtis, mach halt! Nein! Haha, es funktioniert! Also, ich doch einmal kurz antippen, wahrscheinlich. Okay. Oh mein Gott. Das war gar nicht so schwer. Hey, gönn mir eine Pause. Mhm. Boas 2. Aber das ist relativ einfach, da müssen wir nur drauf ballern. Keine Tricks mehr, einfach alles an Munition, was wir haben, in sie rein pfeffern. Curtis. Ich versuche einfach natürlich, das Knöpfchen nicht erwischen zu lassen, weil Curtis sich bewegt wie ein Hengst. Das verlorene Reich. Und du hast Curtis dahin gerafft. Worden.
Ich bin so glücklich. Oh. Ja, wenn du willst, kannst du noch spielen, ansonsten kannst du auch spielen. Kannst du auch am Anfang des Levels speichern. Ne? Mach ich das für richtig jetzt. Was? Also bei meinem Time hast du noch eine Minute, du kannst aber auch, wenn du magst, einfach speichern, dann spiele ich dir das. Oh gut, okay. Hey, wir könnten das Spiel eigentlich heute eigentlich komplett fertig spielen. Ja, machen wir auch. Gut. Gut, ja, dann danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Part. Bye bye. Bye.